Und damit heiße ich euch auch hier mal wieder willkommen bei einer wunderschönen Runde Let's Play Warcraft 3. Jo, wir sind hier immer noch dabei, unseren Freund Grom zu suchen. Oder zumindest mal eine Basis aufzubauen. Ja. Also hier. Ich meine, ich brauche hier wegen Spoiler nicht aufpassen. Ich meine, das ist der Prolog. Und da wir immer noch im Prolog festsitzen, denke ich mir, es ist total egal, wie es mit Spoilern aussieht. Man beachte einfach den coolen Wolf von Thrall. Die Geister sind ruhelos. Ah ja, und da ich jetzt nicht weiß, ob das letzte Folge jeder gesehen hat, ich sage Thrall, weil das Spiel Thrall sagt. Natürlich heißt er Thrall oder wie auch immer. Aber ihr wisst schon. Oh mein Gott, Menschen! Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grom? Ich hoffe nicht. Aber wenn Sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es Ihnen leid tut. Loktaroga, kommt, meine Krieger. Wir müssen die Menschen zurückschlagen. Ah, Thrall hat Style. So. Und eiskalt voll bereits beim ersten vernünftigen Battle. Ja. Ist eigentlich ein Shortcut. Ja, Z. Also weiter. Krass. Volles Blut und alles und voll Morden und. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, weiter. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Krass, oder? Bewegt Thrall und eure restliche Streitmacht über die Brücke und sucht Grom. Betonung liegt auf Streitmacht. Dabu, für die Ehre. So. Oh, schön die Vögel. Dabu. Dabu. Ja. So, leider Gottes bin ich nicht der Bro, was für Dings heißt, was Orkisch. Für Doomhammer. Also ich bin jetzt nicht wirklich der Orkisch-Bro. Aber ich weiß zum Beispiel, ja, ich kann ein paar Sprüche nachplappern. Für die Ehre. Um ehrlich zu sein. So. Ja. Ja, Mensch. Niemand wird überleben. Ach ja. Natürlich hat wer sich etwas mit dieser Geschichte das schöne Warcraft auskennt, weiß natürlich, dass ein normaler Soldat niemals gegen einen Grunzer bestehen kann. Niemals. Für die Ehre. Die Orks sind einfach besser. Dabu. Muss ich gleich mal sagen, in diesem Spiel gibt es insgesamt 4 Völker. Also weiter. Das Tutorial halten wir hier mit den Orks. Dann spielen wir die Allianz, also die Menschen. Wenn ihr mehrere Zauberer gleichzeitig steuert, ist es häufig erforderlich, rasch zwischen ihnen zu wechseln, damit sie ihre individuellen Zauber wirken können. Mit Hilfe der Untergruppensteuerung könnt ihr das, ohne sie einzeln anwählen zu müssen. Wahnsinn. Ihr werdet feststellen, dass die gerade angewählten Einheiten durch kleine Porträts in der unteren Bildschirmmitte dargestellt werden. Eines dieser Einheitenporträts ist durch ein gelbes Leuchten hervorgehoben. Das bedeutet, dass dies die zurzeit aktivierte Untergruppe ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder auf eines der Porträts, die nicht hervorgehoben sind, links klickt. Das aktiviert diese Untergruppe und zeigt ihre Zauber auf der Kommandokarte an. Ja, also erstens die Allianz mit den Menschen. Das zweite Volk, was wir spielen werden, dann wird dann die Geißel sein, die Untoten. Dann kommt die Horde, die Orks. Erneut. Ja. Und dann kommt. Lockner rasch! Kriegshäuptling, wir haben herausgefunden, wo sie Grom festhalten. Aber das Gebiet wird von befestigten Wachturm geschützt. Dann zerstört sie! Hellscream muss befreit werden! Wahnsinn. Und dann spielen wir. Die Allianz, also die Allianz, sage ich schon, die Nachtelfen. Ah, das sind die 4 Völker, die wir spielen. Und von all den 4 sind mir die Orks immer noch am liebsten. Auch von der Kampagne her sind die Orks Hammer. Die Ork-Kampagne ist wirklich geil. Klatsche. Boah, natürlich voll mit Orks gegen, also mit Grunzer gegen Türme ist so das Beste überhaupt. Aber was soll man schon tun? Ja, normalerweise hätte ich für diesen Fall jedoch auch meine Katapulte.
Anarchie ist das so cool. Dass es verschiedene Arten von Angriffen gibt und verschiedene Arten von Verteidigung. Wenn man jetzt hier Verteidigung Gebäude hat oder verstärkt, erleidet man weniger Schaden durch Stichangriffe, aber zusätzlich durch Belagerungswaffen. Deshalb sind Katapulte besser. Hey Grom, komm raus! Deine Brüder sind da. Oder dein Bruder. Grom, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir, ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Hey! Ach ja, das ist übrigens Grom. Habe ich, glaube ich, schon letzte Folge gesagt. Ah, schön. Und damit hätten wir auch die Polo-Kampagne beendet. Wie ihr euch am Hintergrund sicher, also am Hintergrund könnt ihr euch bestimmt schon denken, dass wir nun die Menschenkampagne spielen. Jo! Sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Doch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich einen anderen finden.
Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen sie etwas tun. Ja, und damit bin ich auch wieder da. Ich habe jetzt einen kleinen Sprung rein gehabt, weil das mit den Videosequenzen muss ich immer etwas anders lösen. So, Kapitel 1, Verteidigung von Strandbad. Das Oberkommando der Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Ork-Aufstände in Südlordoren dazu gezwungen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden. Hat König Terenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt, seinen Sohn Prinz Arthas und den legendären Uther Lightbringer. Sie sollen die Orks ein für alle Mal besiegen. Schön. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uther. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Ja, schön. Besteht etwa Gefahr? Ah, wundervoll, die Menschen. Ich stehe für das Licht. Hören wir uns gleich an, was Arthas drauf hat. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Ich werde meinem Vater und meinem Königreich Ehre machen. Licht, leite meinen Weg. Ich sollte das Kommando haben. Ich weiß, was ich tue. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Besteht etwa Gefahr? Einige von euch durften den Namen Arthas kennen. Das Licht ist meine Stärke. Arthas, der wird einmal König war. Für die Ehre. Sagen wir mal so. Ein solider Plan. Ach, ist das schön. Ja, ein so solider weit Plan. Lass uns mal gucken, was für hier die Ehre. Im Dorf so zu tun ja. gibt. Für die Ehre. Mal sehen. Ja. Oh, hallo, blaue Dorfbewohnerin. Hallo. Natürlich. Servus. Für die Ehre. Ja, die Blauen, die antworten immer so ja. amüsant. Willkommen in unserem Dorf. Natürlich. Ah, hallo. Ein solider Plan. Hey, yo. Für die Ehre. Wir werden für Lordaeron kämpfen. Zu den Schwertern. Nice. Ich stehe für das Licht. Ein solider Einfach Plan. Einfach so wird man zum Natürlich. Soldaten. Für die Bitte. Ehre. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn Timmy entführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Ah, Timmy. Ein solider Timmy! Bitte helft mir! Ich bin im Käfig gefangen! Da den König! Timmy! Ist im Käfig gefangen. Für meinen Vater Scheiße für Timmy. Natürlich. Für meinen Vater den König. Timmy will nach Hause. Elender Kerl. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Belohnung für euch. Ich bekomme einen Ring des eine Schutzes. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Von einer Frau, deren Dekolleté man ja. bis hier hochsehen kann. Ein solider Plan. Also, damit haben Natürlich. Wir auch gleich schon das zweite Bonusquest. Für die oder Ehre. Das erste Bonusquest. Timmy gerettet. Natürlich. Toll. Für die Ehre. Bitte merkt euch... Ein kleines Geschöpf namens Licht. Timmy. Ja. Das wird... Ein solider Plan. Nett. Die Schafe sind toll. Besteht etwa Gefahr? Kennt ihr das überhaupt? Zuhören? Hä? Oh, schade, sagen sie es gar nicht mehr. Ja.
Da klickt man 10-mal drauf und dann explodieren sie. Das war in Warcraft 2 damals so lustig. Für die Ehre. Da haben sie 2-mal gemäht. Natürlich. Dann einmal Baramio. Schnappt sie! Nehmt alles mit, Leute. Alles, was wertvoll ist. Für meinen Vater, den König. Eiskalt jetzt verarscht. Nein, da haben die Schafe mir gesagt, Baramio, also erwarme dich. Und tja, du hast weitergeklickt, dann haben sie es nochmal gesagt. Und eine Verbeugung ist nicht nötig. Am Arsch. So, wir haben jetzt eine Aura freigeschaltet, die Hingabe-Aura. Und die verleiht meinen Freunden in der Nähe einen zusätzlichen Rüstungspunkt. Natürlich. Toll. Hilfe! Banditen stehlen unser Eigentum! Pah, wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Vater, den König! Ja, so wie alle anderen auch. Die Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte, holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Natürlich. Ein solider Plan. Das ist ein solider Plan. Natürlich. Jetzt wird gerichtet. Ein solider Plan. Na los, tötet die Banditen. Wenn mich nicht alles täuscht, bekomme ich da ein Buch oder so. Keine Rettung mehr. Weiß ich jetzt gar nicht. Spürt meinen Zorn. Tja, ja. Ja. Jetzt sterben. Natürlich. Für die Ehre. So. Ja. Wo seid ihr denn? Die Blatt-Banditen. Euer letztes Gebet. Natürlich. Nein. Ich bin nicht so religiös. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Zwar als Paladin ein Bote und Diener des Lichtes, aber. Nein. Für die Ehre. Ah. Gerards Geschäftsbuch. Natürlich. Ja, es läuft. Ein solider Plan. Denn es war ein solider Plan. Für die Ehre. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Natürlich. Ach. Für die Ehre. Ein solider Plan. Gerard de Patio. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Natürlich. Ein Geschäft für die Ehre. Habe ich jetzt erhalten. Nein, natürlich nicht. Nein, ein normales natürlich. Buch. Ein Zauberbuch. Ja. Oh mein Gott. Für die Ehre. Jetzt. Nein. Der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder. Oh nein. Wir kommen zu spät. Für meinen Vater, den König. Oh. Ja, da sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema. Jetzt müssen wir gegen Grunzer kämpfen. Ja. Oh nein. Natürlich. Oh, und gleich ein Wolfsreiter. Ja, die Wolfsreiter sind stark. Da bin ich ein großer Fan von. Elender Kerl. Hey, war Ork. So. Ja. Und wo der Sklavenmeister hin verschwunden ist, das waren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Warcraft 3 rausfinden. Bis dahin sage ich, habt doch einen schönen Tag, schaut meine anderen Let's Plays an und lebt wohl. Nein, natürlich Quatsch. Brauchen wir eine andere Verabschiedung. Macht's gut.